was machen Sachen? Ja, kurze Erklärung, kleines Vorwort von mir, damit ihr auch wisst, worum es geht, worauf ihr euch jetzt einlasst, weil es gibt ein Highlight von unserem ersten VOGT-Stream. Und die Seite VOGT kennt halt nicht jeder oder sehr wenige, die ist relativ neu. Und das ist eine sehr, sehr interessante Streaming-Plattform, gerade wenn ihr euch für allerlei möglichen Kartenspiele interessiert, sei es Pokémon, sei es Digimon, sei es Yu-Gi-Oh! One Piece ist auch gerade voll im Kommen. Demnächst das Disney-Kartenspiel wird da halt auch, oder Trading Card Game wird da halt, mach's auf Englisch, wird's besser, aber keine Ahnung, was ich mir dabei jetzt gedacht habe. Wird's dort vertreten geben. Ihr könnt dort halt natürlich Sachen kaufen. Es ist quasi, VOGT ist ein Livestreaming-Shop, wenn man das denn so möchte. Ich glaube, das beschreibt die Seite eigentlich am besten. Ich und meine Freundin sind dort halt natürlich auch vorhanden. Wir hatten unseren ersten Stream, deswegen des Stream-Highlights. Und wir sind dort als Reposaurus und kümmern uns mainly um Pokémon. Wir haben halt viele, viele Pokémon-Karten. Wir sammeln auch viel, deswegen sind die zwei Kisten noch dahinten. Das ist noch so ein von der Sortierung übrig geblieben. Wir sind noch nicht ganz fertig mit dem Sortieren. Das ist eine Kiste mit Karten, eine Kiste mit anderen Merchandise, Plüschis, Figuren und so weiter. Also lasst euch da jetzt ein bisschen nicht ablenken. Und ja, ich wollte das einfach mal ein bisschen weitertragen, weil es ist eine nice Seite, auch wenn ihr jetzt nicht unbedingt bei uns vorbeischaut. Vielleicht mögt ihr was anderes, vielleicht seid ihr Magic-Fan und dann sagt, geil, ich hätte gerne mehr Magic-Karten. Und schaut da mal vorbei, es lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, dann denke ich, habe ich erstmal alles erklärt. Links natürlich alles unter der Beschreibung, müsst nur draufklicken, dann seid ihr da. Es gibt eine App-Version, die kann ich natürlich unten nicht verlinken. Und es gibt eine Browser-Version, also ihr könnt das am Handy nutzen. Momentan ist es primär aufs Handy ausgelegt. Die Browser-Version funktioniert, hat hier und da ein paar kleine Kinderkrankheiten noch. Wie gesagt, die Seite ist noch nicht allzu alt. Da sitzen halt, ich weiß nicht, 10 Leute oder so dran und machen das in ihrer Freizeit. Und ja, dann vielleicht sehen wir uns. Habt ein bisschen Spaß mit dem Video. Ein bisschen Feedback wäre nice. Ich hatte mir ein bisschen schwer getan, wie ich das alles zusammenschneiden soll. Und ja. Es wird demnächst dann halt mehr Zeug dort geben. Vielleicht sehen wir uns. Wir werden halt uns Booster kaufen und so weiter. Die wird es dann halt auch geben. Generell wird es zusätzlich zu dem Wundertüten geben, die wir jetzt halt hauptsächlich hatten, weil wir das innerhalb von einer Woche geplant hatten. Und dann haben wir gesagt, okay, wir haben ja selber Sammler. Wir sind selber Sammler, haben ganz viel Zeug, Überschuss. Und das verpacken wir schön. Gucken, dass wir keine absoluten Nieten haben. Dass wir immer so im Wert zwischen 3 und 5 Euro starten pro Booster. Dass da halt keiner komplett leer ausgeht. Haben hier da ein paar Goodies, ein paar Stofftiere, sind weggegangen. Ich habe Sticker gemacht, ich habe alte Artworks von mir halt ein bisschen noch aufgehübscht und ausgedruckt. Und es gibt es als Sticker hier und da dazu. Da wird es demnächst mehr geben. Ich habe noch ein paar andere Sachen in Planung, aber das ist jetzt alles so eine Sache mehr von, wann kriege ich es gemanagt, das zu tun. Und ja, folgt uns auch auf dem neuen Instagram-Kanal, Reposaurus. Da gibt es dann halt mehr Infos, was es Neues dann halt auf den Streams geben wird, wann die Streams sind. Momentan können wir halt noch keinen festen Tag machen, sondern wir müssen das relativ spontan machen, weil wir beide sind arbeitsfähig und müssen, oder arbeitstätig, und müssen gucken, dass wir halt einen Tag finden, auf dem wir beide können. Und ja, ich denke, ich habe jetzt alle gesagt, Fragen unten in die Beschreibung. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, unten in die Beschreibung. Wenn ihr irgendwelche Sachen anmerken möchtet, unten in die Beschreibung. Feedback ist immer nice und ja, viel Spaß mit den Highlights von unserem ersten Stream und vielleicht sehen wir uns in dem nächsten VOGT-Stream. Wie gesagt, folgt dem Instagram-Account, dann wisst ihr, wann der nächste ist. Und ja, viel Spaß beim Video. Was haben wir überhaupt im Angebot? Wir haben Mystery Boxen, 30 Stück tatsächlich. Also wir haben mit 30 halt einfach mal angefangen. Wir haben mit unter anderem, haben wir Glück da drin, ne? Erstmal 3 Stück. Jeder Anfang ist bekannt. Das sind 2. Nee, doch, da hinten ist ein dritter. Da hinten ist noch ein dritter, der definitiv dazugehört. Wir haben 2, 3 kleinere Giveaways, die wir so ein bisschen mit raushauen wollen. Wir haben in unseren Mystery Packs haben wir viele, viele Vintage-Karten. Sehr coole tatsächlich, ganz viele First Editions in sehr gutem Zustand. Ja, wir haben neue Holos, wir haben neue Full-Art-Karten mit drin. Lasst euch überraschen, keine Ahnung. Geht rein, startet rein. Schaut, was drin ist. Ja. Ihr könnt es für euch zu Hause aufmachen, ihr könnt es hier aufmachen. Wir schicken es euch dann zu, je nachdem, wie ihr das möchtet, wie ihr lustig seid. Jo. Und hoffen, wir haben einen entspannten ersten Stream zusammen. Das Evoli, das kommt gezogen, das kriege ich jetzt immer weg. Das ist, ja, die sagt, das ist ein bisschen schwanzlastig, das kippt also nach hinten weg. Es ist zu schwer. Ja, es fällt immer um. Von da an denke ich mir, das ist jetzt einfach so. Es ist zu plüschig. Es ist nicht im Gleichgewicht.
vielleicht unten. Cool, gehen wir rein oder was? Ja, packen wir aus. Reißen wir auf oder zu. Was ist du drauf? Reißt direkt schon auf und wartest nicht. Wieso? Weil ich gefragt habe, ob er aufreißen will oder nicht. Ja, sowieso, oder? Wir machen die doch so oder so auf, meine ich. Kann auch, okay. Ich würde jetzt sagen, ich hätte jetzt einfach die Leute gefragt, ob wir aufreißen sollen oder nicht. Kann auch. Gut, dass wir uns so super abgesprochen haben. Sehr gut. Okay. Ich darf auf. Ey, weiß nicht, was drin ist. Ja. Das ist deins. Du kriegst einen Igelava, Sticker. Igelava. Igelava. Ein Igelava. Dann gehen wir mal rein und gucken, was hier noch so drin ist für dich. Ein Sticker. Oh, ein Ponita in Reverse. Ponita ist nice. Ja, ein Ponita in Reverse. Dahinter haben wir einen Galoppa in Holo. Und dein Goodie ist. Ich glaube, ich weiß es schon fast. Jawohl, Alter, der erste Blister, der erste Blister. Der ist hier. Unbedingt. Darf man. Darf man sealed lassen? Darf man sealed lassen? Klar. Natürlich. Blister dürft ihr gerne sealed lassen, gehören ja euch. So, das war Habibi. Ich schmeiß alles um. Ich mach sie noch mal ein bisschen wütend und schmeiß alles um. Pikachu schlafen, Pikachu müde. So. Ich dachte, das fällt alles runter. Ich flippe gleich aus, weil es mich nervt. Wir brauchen das nächste Mal so eine Steige. Vielleicht bastel ich sowas, wie ich für meine Karten gemacht habe. Was ich so reinstellen kann. Ich hab nix. Ich hab nur diese große Plastikkiste, aber die passt nicht am Schrank. Richtige Kacke. Warte mal, vielleicht hab ich doch was. Vom Zucker. Passt das da rein? Ja, klar, passt das. Guck mal, das passt doch. Da. Luxus. Von meinem 3D-Drucker die Filamentbox. Guck mal, so, mal an. Warum gibst du mir das erst jetzt? Ich muss hier rumpöbeln, wie sonst was. Nein, von mir aus dem Deckel. Guck dir das da mal an, wie geil das ist. Guckt euch das an. Wie das passt. Wupp, wupp. Yeah. Geil, Alter. Du musst aber das mickrige Pikachu da noch drauf, der so böse guckt. Der ist ein bisschen angeditscht. Den gibt's nicht, der ist noch ein bisschen von, den habe ich noch gefunden bei mir. Der ist einfach uralt, dieser super alte Pikachu. Da war mal ein Quietschi drin. Ich glaube, der hatte auch mal einen Hund mal gehabt. Willst du eine Schere haben zum Aufmachen? Nein, ich möchte keine Schere haben zum Aufmachen. Ich mache die alle so auf. Ich habe die auch alle so zugeklebt. Ja, ich glaube, zukleben ist auch einfacher wie aufmachen. Ja. Das hast du ja aufkleben gesagt. Das ist tatsächlich. Aufkleben. Nächstes Mal wirst du so einen Streifen wie beim Kuchen rein. Tatsächlich. Und wir holen raus ein Evoli. Mhm. Und ein Psyana-Kleber. Den haben wir noch zum Glück noch nicht. Den hat tatsächlich noch keiner hergezogen, glaube ich. Gucken wir mal rein, was wir hier haben. Ich soll ja mal Licht anmachen. Ja, mach mal an. Wir haben einen Psyana-Aufkleber. Ein Evoli Level 14. Ein Evoli Level 12. Dann haben wir einen Pinzerball in Reverse Solo. Und dein Goodie ist ein Evoli. Nice, ein Evoli in Deutsch in First Edition. Nice, die erste First Edition ist gezogen. Ja, und die erste First Edition ist gezogen. Wir haben ein Fun Pack. Oh, da ist noch was dahinter, sehe ich gerade. Und jetzt, spätestens jetzt hast du die X-Buds gehabt. Jetzt hast du sie nochmal. Wir können, glaube ich, noch viele Inara da noch nicht dazu tun. Haben wir, glaube ich, schon reingepackt. Ja. Ja. Müssen wir mal durchgucken, damit du vielleicht für jeden Sticker schon mal was hast. Genau, wir gucken schon mal durch, dass du wirklich dann, ja, wie gesagt, verschieden hast. Das ist dein Sticker. Dann haben wir ein Karmesin und Popo Fun Pack. Und wir haben ein Seal Promo. Ein Mewtwo. Nice. In Reverse. Aus strahlende Sterne. Das ist, glaube ich, auch für den Zehner weg oder so, ne? Kannst du nicht sagen. Ich kann gucken. Ja, auf jeden Fall oder so. Ich hatte einige gesehen, so für 10 meistens. Ja, mir hat ein bisschen was mit 10 Euro sowas gefunden. Ich weiß jetzt halt nicht mehr, welche Karte. Ja, die hat meistens eigentlich so um die 5 Euro Minimum Wert in den Boxen. Soll ja keiner irgendwie dick und fett Druck machen. Mewtwo machen wir sealed, klar. Funtech auch. Lassen wir beide sealed. Wenn natürlich. Sealed gewünscht, natürlich gibt es auch sealed. Packen wir die mit ein. Yay, ein Custom Pack. Ein Custom Pack. GG. Wie gesagt, all unsere Packs, wir haben die selber gemacht. Alle mit Liebe. Also es steckt wirklich ein bisschen Zeit und Arbeit dahinter, was wir hier gemacht haben. Wir wollten einfach was Cooles machen. Für unseren Start. Rip oder Sealed?
Ein Nachtschauer schlummert dann hinein. Guck dir das an. Den Dick haben wir noch nicht gesehen. Ja. Den haben wir tatsächlich noch gar nicht gesehen. Mega schön. Die Musik ein bisschen leiser machen, dann müssen wir laut schwätzen. Möchtest du es gern ripped? Gut, rippen wir erstmal. Hier ist deine Karte, da gucken wir gleich rein. Ich leg sie mal da hin. Guck, dass ich es wieder schön aufmache. Ich hoffe, es geht nicht kaputt. Schade. Ist halt Papier, ist schwieriger wie die Folie. Ja, es ist verdammt schwierig, die zu öffnen, sodass sie nicht kaputt gehen. Im Welt kann man halt nochmal drucken, wenn man die Blister haben möchte, kann man auch nochmal eine Version ausdrucken. Ja, aber guck mal, es geht doch tatsächlich. Ja. Guck mal, ne? Wir haben es einigermaßen schön aufgekriegt. So, wir gehen rein. Ein Gag-Abor. Ein Gag-Abor. Bronze. Librin. Wie gesagt, die Zustände, die variieren ein bisschen. Ist aber keine richtig Damage-Karte dabei. Nee, die haben wir nicht mitgenommen. Alles, was ganz kaputt ist nicht drin. Eine V-Karte mit drin. Und ein Full Art. Geil. Mike Benjamin Kelly aus Fusion Strike. Ryama Pelikan. Das ist auch so ein Derpy-Pokémon. Die Karten, das ist schon mal. Reptile. Die Karten schließen wir dir natürlich. Wir werden auch mal ein bisschen besser. Jetzt haben wir schon Musik. Wir haben upgraded. Ja, Mann, ein Upgrade. Wir haben Musik im Stream. Wir haben Musik im Stream. Musik vorhanden. Musik ist vorhanden. Mami, das sind deine. GG, die gehen zu dir nach Hause. Packen wir dir ein. Sehr cool. Zwei Pullards, beziehungsweise eine Pullard, eine B. Kann man mitnehmen. Stabil. Ja, und die anderen wollen wir noch aufmachen. Das war stabil. Ja, wir haben ja noch was. Ist ja noch nicht ganz zu Ende. Und da ist mehr. Wir haben... Ein Sticker. Da ist mehr, ja. Wir haben hier tatsächlich einen Sticker. Ein Nachfahrer, sehr schön. Und du hast... Geil. Hallo. Ein Vintage Holo. Ein Pangela. First Edition. Nee, ist ein Pangolos. Das ist die Stufe. Die Entwicklung. Ist in First Edition. Zustand auch mega gut, muss ich ehrlich sagen. Zustand wirklich sehr gut. In First Edition. Die erste First Edition Holo wurde gezogen. Geil. Stimmt. Wir hatten GG. Jetzt haben wir die erste First Edition Holo. Ich kann immer noch nicht spielen. Geil. Die erste haben wir raus, Mann. Perfekt. So. Marvin geht rein. Marvin geht rein. Hat tatsächlich. GG. Ein richtig geiler Hit, muss ich ehrlich sagen. Ist ein richtig geiler Hit. War die Nummer 10. Wir streichen erstmal durch. Ja, die 10. So, wir haben eine tolle Pikachu-Coin. Ne? Eine große, schöne Pikachu-Coin, die dir ist. Wir haben ein Pikachu. Ne? Wir gehen hier mal rein. Wir haben ein Pikachu. Dann haben wir ein Pikachu. Dahinter schlummert definitiv. Wer hätte es gedacht, ein Pikachu? Was haben wir dahinter? Noch ein Pikachu. Das ist dann wohl eine Pika-Box. Was haben wir da hinten? GG, Digga. Ein Pikachu hat einen Kuschelfreund. Pikachu hat einen Trainer gefunden. Der gehört dir. Der gehört dir. Hey, Glückwunsch zu deinem neuen Haustier. Sein neuer Mitbewohner. Du hast Pikachu rausgeholt. Sehr, sehr cool. Sein kleinen Kuschelfreund. Ja. Wo kommt der übrigens her? Weiß ich nicht. Gut, komm nicht aus dem Pokémon Center, ist aber trotzdem verdammt cool. Also ich finde ihn super cool. Ich habe ein bisschen mit mir gehadert und war nicht ganz so damit einverstanden, dass wir ihn in die Mystery Box reinpacken. Jetzt haben wir ihn reingepackt, jetzt ist er weg. Jetzt hat er einen neuen. Aber die ohne Scheiß. Kümmere dich gut um Pikachu. Hast du dir verdient. Was haben wir hier? Wir sind noch nicht ganz durch. Noch was? Wir haben hier nämlich noch etwas drin. Steht hier Marvin. Wir haben. Geil. Einmal Ash Pikachu. Geht, glaube ich, auch für einen 10er oder so. Also. Mit einem Hauptgewinn hier rausgezogen. Sehr gut gemacht. Geil. Du hast alle ein Follower da lassen, um keine Show mehr zu verpassen. Yay, ja. Ja, das sind die Fragen für uns oder für ihn. Egal, kann allen folgen. Folgt allen! Es ist keine Konkurrenz, es ist nur das zusammen. Ist doch viel besser. Wir haben zwei Käufer, wir haben noch mehr Käufer, oder nicht? Hm. Marvin hat es gefunden. Er hat es gefunden. Er darf sich eine aussuchen, links, Mitte, rechts. Ja.
Eins, zwei oder drei. Ob sie richtig, wirklich richtig stehen, sehen sie, wenn das Licht ausgeht. Bitte, bitte. Gut. Gucken wir rein. Geil. Eine GX. Verdammt geil. Nice. Schön. Okay. Es gibt schon mal eine süße Katze. Japanese. Stimmt, sie ist Japanese. Ich habe nicht gesehen. Dann gibt es einen Feinfunktor dabei. Das Igel aber immer noch. Sind wir noch ein vielleicht lernen wir es nachher noch. Ein Feinfunktor. So, wir haben hier drei schöne Karten. Ne, eine Rolo dabei. Schön. Und was haben wir dahinter? Das glaube ich. Seine nächsten Busse! GG, Digga, das glaube ich halt daran. Er holt direkt den nächsten Busse. Wir brauchen noch ein paar Sound-Buttons. Egal, wir haben noch. Schade Schokolade, aber was ist denn drinne? Schade Schokolade, ja. Okay, ich hab. Das ist so krass. Das ist auch so klasse, die fette Katze. Ich mag dicke Pokémon. Eine fette, blüschige Katze, das geht doch nicht besser. Okay. Kirillia. Kirillia. Und dann hier Plex. Davor hatte ich als Kind Angst. Das in der silbernen Edition hatte, war der Sprite so furchtbar von dem Deal. Warum? Keine Ahnung, das sah gruselig aus, als wären die Augen, also die Hörner wären Augen. Das sah echt, ich fand das gruselig. Die Hörner haben Augen, okay. Ja, da sind so zwei Kugeln drin. An sich war. Die Karte finde ich aus dem Zelda-Bild echt gut, ne? Das ist eine schöne Karte. Hat keinen großen Wert, aber einfach nur ein super. Sicher, schönes, generell auch geil. Geil schön. Dahin habe ich ein bisschen was gespoilert, glaube ich. Ich habe da schon was gesehen. Ja. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat. Ich habe da was gesehen. Tilly Beats räumt ab, Alter. Oh, scheiße. Ich habe so lange gebraucht, um zu verstehen, dass das. Magazine ist deine Reverse. Gemacht. Jetzt kommt noch ein geiler Hit hinterher und. Und wen haben wir? Was hast du? Alter. Oh, GG! Digga. Richtig abgeräumt. Fuck you. Was ist mit dir? Wird auch immer mal in Zukunft wieder mir was geben, sagt erster Stream. Mal gucken, der läuft ja gerade echt gut. Wir werden das wahrscheinlich öfters jetzt machen. Macht uns allen Spaß, hat sehr viel Spaß gemacht, das alles zu basteln. Ja. Mit euch hier ist voll gechillt, ist euch voll entspannt. Macht Spaß, ja. Mal gucken. Deswegen. Okay, los geht's. Und. Mich frei. Ich kann auf diese Schriftart echt schwierig lesen. Links oder rechts? Such dir einer aus, links oder rechts? Rechts, gucken wir, was drin ist. Links räumen wir wieder weg und. GG. Ein Wurm. Ein Akku. Glaube ich, heißt es, ne? Akku. Ja. Kannst du ja mal sehen, Akku, wie viele drin sind auf dem Bild? Wir sind letztens auch verzweifelt. Irgendwie haben wir 5, 6 und 7 raus. Ja, Mann, wir machen jetzt so viel. Wie viele Akkus befinden sich hier? Wie viele sind im Bild? Ah. Okay. Wir brauchen ein kleines bisschen Platz dafür. Wir können basteln! Yay, Bastelstunde! Tatsächlich, das ist eine V-Union. Ich fand die auch irgendwie geil, ne? Diese V-Unions. Ich mag diese Bastelkarten nicht. Nee? Nee, ich mag die gar nicht. Ich fand sie irgendwie so geil. Also, wie gesagt, wir haben ein Station V. Das muss ich halt nur noch richtig zusammenlegen, ne? Sind nur vier Teile, ist nicht so schwer. Wir haben eine Station V. Geht, glaube ich, auch den 10er weg ungefähr. Kommt hin, ja. Also die Exodia wurde beschworen. Warte, falsches Spiel. Was haben wir hier? Oh, Sensation V-Karte. Die Genie-Karte irgendwo, ja. Und ein Funpack. Kamesin und Purpur. GG, Digi. War gar nicht mal verkehrt, würde ich sagen. War, kannst du auch puzzeln? Verkehrt. Jetzt darfst du puzzeln, genau. Wir mischen auch vorher nochmal durch, dass du nicht abgucken kannst. Ist das Rippen oder was? Funpack Rippen? Klar, können wir machen. Ja. Überhaupt kein Problem. Wenn du das verrippt haben willst, rippen wir dir das. Weiß nicht, kann da was drin sein? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht auswendig. Ein Vintage Pack. Was heißt Space Set? Ripper-Ship? Willst du es öffnen? Willst du es zulassen? Sind auf jeden Fall selbstgemachte Packs. Wir haben voll die Mühe gegeben. Oh, da ist noch was dahinter. Da ist noch was dahinter. Ja, noch eine Überraschung noch dazu. Da ist noch was dahinter. Wenn es rauskommt. Stimmt, da ist noch eine Karte dahinter. Mach auf. Michi, für dich machen wir das.
Schade, das ist auch wieder sehr gut zu hier. Ja, der erste ging so schön auch. Wir müssen gucken, dass wir einen Klebestift kriegen, der nicht gut kleben kann. Ja, das geht aber tatsächlich ganz gut. Also. Ja gut, es hat am Endeffekt auch einfach Papier. Es soll ja auch einfach zu bleiben. Ne? Es soll ja nicht irgendwie... Ja, das wäre auch doof. Und wir müssen wie so Post-it-Zettel rein. Klebe. Oh, Expedition. Aha. Jawohl, das ist auch sehr cool. Jetzt muss ich überlegen, jetzt war ich bei Tom Nopton. Platz. Ein Georock. Oh ja. Xato. Dito. Ein Dito. Auch sehr cool. Ich mag das. Dito ist voll das Gag-Pokémon. Ich liebe diese Gesichter. Ich weiß nicht, ob Dito selber gemalt hat da hinten. Kreativ am Start. Mach ein Nato. Passend zum Xato auch. Ich finde es bei diesen Dito-Karten immer so geckig, dass man das Dito-Gesicht einfach eiskalt in allen Karten lässt. Ein Dragoso. Auch sehr süß. Ja. Wie es hier mit deinen Knochen spielt. Ein bisschen Leichenschändung so. Jetzt habe ich gespoilert. Ein Relaxo, da ist noch was dahinter, glaube ich. Ja. Und ein Gioran. Sehr süß. Passt. Und da musst du noch die Karte umbringen. So, da haben wir aber noch was. Da haben wir noch ein kleines Goodie. Ein kleines Goodie gibt's noch. Ein kleines Goodie, die packe ich hier wieder rein. Was haben wir hier? Was hier? 3, 2, 1, Feuer frei. Geil. Skarabon. Nein, der hat das Holo rausgeholt, ein Skarabon. Da haben wir gerade drüber gesprochen. Ihr müsst mir über so Sachen reden, dann kommen die. Zustand ist halt wirklich tippi. Ist aber schon geil, wir reden über Blister, die Blister werden gezogen. Wir zählen über die Holos werden gezogen. Irgendwie. G, Diggi. Haben wir den Liebesball? Ein Liebesball. Jetzt wird's romantisch. Ein Romantic Ball. Boah, ist noch in der Mitte durch. Oh nein, das ist schlecht. Das ist die Liebe jetzt einfach. Einfach Schluss gemacht. Liebe tut einfach weh. GG, Digi. Ich kann dir jetzt schon sagen, was Geiles. Ja? Schön, dass du das weißt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es, da ist was Geiles drin. Aber stimmt, Liebe ist immer gut. Du hast hier, warte nicht, dass ich hier was spoilere. Ja, tatsächlich muss ich nochmal umdrehen. So, du hast hier eine First Edition. Achso, das waren die First Editions. Das sind ein Glutexo. Aus dem Pokémon Go Set, dazu ein passendes Glumanda. Und was kann da wohl dahinter sein? Was will dahinter sein? Ein Turtok. Wir haben ein Tauboga reingehauen. Nein, natürlich ist es ein strahlendes Glurak. Oh, da hat die Liebe doch gepasst. Ein strahlendes Glurak. Ja, der Ball ist zufällig tatsächlich da ausgewählt worden. Also wir haben jetzt nicht irgendwie... Das war tatsächlich reiner Zufall. Aber manchmal ist Zufall auch rausgesucht. Die sind hier. Und wie gesagt, eine First Edition Energie aus dem Base Set. Mega, mega gut. Mega gut aus den alten Sets, ne? Na gut, ist nicht Space Set, aber ist eins der alten Sets. Mega geil. Ne, das dritte oder vierte Set war das. Ja. Wir schauen, was wir rausziehen. Ein Krabby. Ein Krabby. Ein Mauziger. Ein Pix. Das ist auch so süß. Hallo? Die sind auch wirklich vom Zustand her wieder tipptopp. Energie. Zwar keine First Edition, aber eine Energie. Ein Tauboss. Ein Georock. Einmal Professor. Wir dürfen nicht im Haus fahren. Bitte nicht Fahrrad im Haus nutzen. Ja, ein Ibitag. Ja, machst du auch alles kaputt damit, ne? Ja. Und ein Pokédex. Ich weiß nicht, warum wir gerade bei den alten Karten sind, auch die Trainerkarten, die irgendwie cool sind. Ich mag die Trainerkarten gar nicht. Ja, aber gerade bei den alten, finde ich, ist es was Besonderes so. Es ist einfach was Besonderes. Du brauchst ja die Trainerkarten zum Kartenspielen. Das ist richtig, ja. So, vielleicht spielen wir mal wieder auf Twitch ein bisschen. Dann haben wir hier deine Hitkarte. Geh mal rein. Geil. Magneton. Nee, Magneton. Doch, Magneton. GG, ein Magneton. Warte, ich hau nochmal Insta rein. Kannst du uns anschreiben? Sehr, sehr schöne Karte. Ich mag dir auch sehr gerne die Expeditions-Set-Karten. Ich hau nochmal Insta rein. Das freut mich, dass du dich freust. Ich hau nochmal Insta rein.
Wenn du was Bestimmtes brauchst, kannst du ja nachfragen. Vielleicht haben wir das und man kann sich so tauschen, einig werden. Das ist das Schöne an Pokémon. Ich an dich, Digi. Es ist so eine schöne Community. Man kann halt sich gegenseitig unterstützen, gegenseitig tauschen. Auf jeden Fall. Es kann auch was von der ersten Gen drin sein, ja? Das ist ja drin, klar. Das ist ja ein Vintage, da ist ja dann halt wirklich erst vom ersten Zyklus alles drin. Ja, alles klar, geh mal rein. Ich kann halt leider nicht mehr sagen, was noch da ist, weil wir haben viele Sachen, die wir noch nicht eingepackt haben. Vieles ist jetzt schon weg. Ich habe den kompletten Überblick verloren. Gehen wir rein. Schau mal, guck. Ein Lampi. Oh, da habe ich aber jetzt hier. Spoiler, geht ja einmal. Slimer. Was ziehen? Ein Sandan aus dem Basic. Ein Mantax. Georg. Eine Fräne. Ein Golking. Ein Lilie. Was für Start habt ihr eigentlich immer genommen? Warte. Ja, spielt ihr Pokémon? Ja. Welche Starter? So im Prinzip, egal welche Edition. Ich habe eigentlich auch im Prinzip immer einen Pflanzenstarter genommen. So, nee, bei Change Running System, ich habe immer den Pflanzenstarter genommen. Echt? Ich immer Feuer. Immer Pflanzen. Feuer. Immer Feuer. Ich fand die Pflanze immer cool. Ich liebe auch die neue grüne Katze. Die Kipperkatze. Die ist super. Ich weiß nicht, wie sie heißt, aber also ich finde die Kipperkatze. Super. Kipperkatze. Es gibt so viele Bilder, wo die Katze komplett zugedröhnt ist. Kipperkatze. Eine Brokkoli-Katze. Ein Brokkoli-Garten. So, guck mal, was deine Hitkarte ist. Was ist dein Hit? Hier geht rein. Geil. Gerade noch über die Holos gesprochen, ist tatsächlich so. Kaum sprechen wir über irgendein Thema. Ja, das ist jetzt irgendwie, zieht sich durch die Sache durch. Zuschauer auch hier mit, würde ich sagen. Ja, exzellent, das ist eine Mint. Ganz, ganz kleines bisschen Whitening hier. Ja, wirklich im Zustand hier. Richtig gut, Mann. Eine Rocket Solo. Nice. Geht mindestens für einen 10er, glaube ich. Ja, Minimum. Sowas um den Dreh, ja. Sowas um den Dreh war das. Ich habe mindestens. Nicht 100, so. Ja. Es war um die 10 Euro. Ich weiß den genauen Preis jetzt nicht, aber es waren um die 10 Euro. Es kann auch ein bisschen mehr sein. Es ist auch ein bisschen mehr. Es kommt immer auf die Kondition an. Mega cool, aber auf jeden Fall. GG. Läuft. Noch ein Rucksack. Oh ja, das ist was Geiles. Das ist was Geiles. Ja? Ich weiß es nicht. Was Geiles, ich habe keinen Überblick mehr, was jetzt noch alles drin ist. Komplett lost. Für mich ist das auch eine Überraschung wie für euch. Ich persönlich würde mich auf jeden Fall darüber freuen. Chris Schaufel freut sich auch. Kriegst du einen Glurak? Chris muss auch einige Sticker jetzt schon haben. Wir gehen rum. Wir haben eine Energie. First Edition. Dahinter verbirgt sich noch was. Eine Energie. Haben eine Energie in einer First Edition und eine Energie in einer First Edition. Ist da nicht noch eine vierte Karte? Guck mal. Dahinter? Nee. Achso, da sind wir. Ja, ich poste, ne? Haben wir dahinter natürlich auch einen Starter gepackt. Das sind deine Starter. Da waren wir doch eh mal Mock drüber gesprochen. Welchen Starter hattet ihr? Normaler Jiggy, wie soll ich sagen? Vom Zustand her haben wir die schönsten rausgesucht. Gerade bei den Karten ist ein guter Zustand. Halbe Miete, finde ich. Nice, oder? Passt. Die haben auch echt eine geile Optik. Wirklich, als hättest du mir Wasserfarbe oder so gemalt. Die sehen echt schön aus. Ich mag das Jiggy geil. Das finde ich super mit den Blasen. Eine geile Mystery gewesen jetzt, ja. Schön. GG. GG, ja. GG, Digi. Sind alle geil. Wir müssen einfach alle reinhauen. Für die Premiere und für die tollen Worte und die tolle Zeit. Packen wir euch die jetzt alle mit ein, ne? Packen wir extra ein, könnt ihr euch dann einfach aufteilen, wie ihr sie gerne haben möchtet. Müsst euch drum streiten. Packt ihr euch hier rein. Extra Sticker schreiben wir drauf. Ja, wo ist dein Stift jetzt zeichnet? Mein Malstift ist weg. Nein, der einzige. Gerne. Zero Pixel. Wir brauchen auf jeden Fall einen neuen Edding. Schreibende Stift, den ich hatte, ist weg. Da guck ich sehen. Da ist er. Das ist auch ein neues Investment. Wir brauchen einen neuen Edding. Aber wir haben ja Spaß zusammen. Das ist so schön.
Extra Stickers, packen wir euch mit rein. Gehören euch. Nee, nee, wir machen so das Pixel hier. Das Pixel. Ja, ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Dir auch eine wunderschöne gute Nacht. Vielen lieben Dank. Und danke fürs Dasein. Hat mega Spaß gemacht mit euch. Wir werden jetzt auch offline gehen. Werden ja noch ein bisschen aufräumen müssen. Ja. Also Leute, das hat mega viel Spaß gemacht. Wir sind raus. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Stream. Vielen lieben Dank an euch. Was genützt? Beim nächsten Mal. Wir haben jetzt beim ersten Stream wirklich nur selbstgemachte Sachen gemacht. Demnächst wird es dann gemischt geben, selbstgemacht. Das, was wir quasi verdient haben, das wird jetzt komplett 1:1 gerade wieder neue Pokémon-Artikel geballert. Das heißt, wir werden wahrscheinlich vom neuen Set in den Flames ein bisschen was holen. Ja, dann gibt es dann halt Booster so und selbstgepackte. Also 1:5:1 wird es, denke ich, auch geben. Ist auch ein richtig fettes Set. Müssen wir gucken, was wir kriegen. Aber wie gesagt, wir halten euch auf dem Laufenden.